Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Alkauf Haus und herzlich willkommen bei uns zu Hause. Heute gibt es eine kleine Roomtour, kommt mal mit. Ja, das ist unser Flurbereich, wo wir total glücklich sind, dass wir diesen tollen Ankleideschrank haben. Dreht euch mal bitte um. Da können wir nämlich alles verstauen. Und das war in unserem alten Haus immer das Problem, der Garderobenbereich sah aus wie Hölle. Da waren immer 20 Jacken drauf. Jetzt haben wir diesen tollen Schrank. Unser Lieblingsraum. Das stimmt, das ist eigentlich so der Mittelpunkt vom ganzen Haus. Mit unserer Küche, unser Esstisch, wir haben immer viele Gäste hier. Unsere Familie ist relativ groß. Und deswegen war es uns besonders wichtig, dass wir eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre haben. Genau. Und haben uns einen Kamin hingestellt. Einen Gaskamin. Also wir haben keinen Dreck, es ist total easy und es macht so schnell die Wohnung warm, das Haus warm. Hier ist das Wohnzimmer, wo wir dann gerne, wenn die Kleine abends schläft, uns einfach hinsetzen, kein Fernseher anmachen, sondern einfach wegen Kamin und dann hier rumchillen, rumsitzen. Essen, Gäste sind da. Aber klar, es ist noch lange nicht fertig, es fehlt noch Lampen. Es fehlen noch Dekorationen, Schränke. Wir haben echt noch super wenig im Haus. Aber so habt ihr mir irgendwie so einen kleinen Einblick schon. Genau. Wie unser Stil denn so ist. Mein ganzer Stolz, weil ich bin so der Koch. Ja, ich bin der Koch der Familie. Nee, du hast noch nie hier gekocht. Doch, nee. Schon dreimal. Nee. Du hast zweimal gekocht. Okay, zugegeben, wir kochen noch nicht ganz so oft, weil wir natürlich noch so viele andere Sachen zu tun haben. Kochkurs machen. Wir machen einen Kochkurs, bevor wir anfangen. Aber wir sind so verliebt in die Küche, das ist echt ein richtiges Brett geworden. Ja, man muss relativ viel putzen, weil die Oberflächen, ne, du fasst einmal rauf und dann hast du da die Bapper dran. Aber dafür sieht sie einfach echt cool aus. Ja. Eigentlich das Highlight ist für sie die Kaffeemaschine. Ja. Ja, und dann sitzen wir hier immer an diesem riesen Tisch. Die haben wir an Weihnachten schon fleißig gemacht. Genau, die setzen wir immer hier hin. Die Steffen, der Heli, du bist die Steffen vom Dienst. Jo. Möchtest du nicht kommen? Okay, dann musst du heute nicht die Steffen sein. Dann ist Mama die Steffen. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, ob euch das gefällt, ob ihr euch das genauso vorgestellt habt. Genau. Ja, jetzt kommen wir ins Lieblingsstück, Schatz. Deine Lampe. Meine Lampe? Nein, es geht um die Galerie. Ich finde die Galerie so geil. Hier können wir dann irgendwann, weil ich ja schon sehr alt bin, vielleicht mal so einen Treppenlifter einbauen für mich oder so einen kleinen Aufzug. Ne? Ja, dann kann ich da einfach mal dann nach oben. Aber das macht auf jeden Fall ein ganz anderes Raumgefühl, dass du da keine Decke hast, sondern dass es tatsächlich da hoch geht, erstmal 5 Meter. Und durch dieses geschossübergreifende Fenster, das kann ich auch sehr empfehlen, hat man immer sehr viel Licht hier unten und muss gar nicht tatsächlich das Licht anmachen. Nee. Unbedingt. Willst du zu Mama? Na los. Und ich würde sagen, damit können wir auch mal hochgehen. Wollen wir gucken? Oh, ja, können wir gucken. Mal Let's go. Wir sind jetzt auf der ersten Etage. Oben geht es noch hoch ins Gym. Das zeigen wir auch gleich. Wir haben hier noch Ankleidezimmer. Natürlich Katastrophe noch. Alles. Ihr Kinderzimmer. Natürlich Katastrophe noch. Und Gästebad. Natürlich Katastrophe. Deswegen zeigen wir nur die Räume, die auch wirklich schon fertig sind. Die sind nicht fertig. Einigermaßen fertig. Die sauber sind. Genau. Ich habe hier einmal ein Ankleidezimmer und da noch eine... Kleines WC und das ist unser Schlafzimmer. Wir schlafen hier auf jeden Fall extrem gut. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so gut geschlafen wie hier. Das mag vielleicht auch an der B- und Entlüftungsanlage liegen, hier unten. Da haben wir ständig frische Luft. Du musst in diesem Haus nicht mehr das Fenster aufmachen. Und es ist so gemütlich hier. Anni hat schon alles dekoriert mit den 1000 Kissen, die ich nachts immer da runterschmeißen muss, bevor es ins Bett geht. Und natürlich... Also man ist nicht eingezogen als Deutscher, weil man nicht einen Fernseher an der Wand hat. Deswegen, der Fernseher hängt auch schon mit Netflix und Co. Hier geht es dann direkt ins Masterbad, also Hauptbadezimmer mit riesengroßer irgendwie Amazonas-Dusche. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ist auf jeden Fall richtig toll. Und wir sind natürlich noch nicht ganz fertig. Ja? Also alle Räume sind momentan noch teilweise improvisiert. Hier haben wir jetzt aber unsere Spiegel endlich bekommen, die kommen dann ran und ja, hier baden wir sehr gerne. Das ist echt ein Knaller, weil wir auch einen tollen Ausblick haben. Und ansonsten auch hier eine B- und Entlüftungsanlage. Und wir wollten eigentlich so Untertische haben, so Unterschränke, aber da aber sein gelassen, weil wir es einfach
extrem schön finden. So. Und wir haben uns dann diesen alten, schönen Holzschrank hier reingestellt, den habe ich vor 12 Jahren gekauft. Der ist immer noch hammermäßig. So, und ihr könnt vergessen, was ich erzählt habe mit Küche und dass die am tollsten finden und so, ist alles Quatsch. Ich finde diesen Raum am geilsten, weil hier können wir Sport machen und das ist ein Riesentraum, der sich für mich erfüllt hat, ein Gym zu haben zu Hause, nicht mehr ins Studio zu müssen, irgendwie so eine Zeitverschwendung. Ich habe irgendwie alleine 3 Viertelstunden gebraucht, um mich umzuziehen. Und hier trainiere ich jetzt jeden Morgen. Es ist noch nicht ganz fertig, ich will noch ein paar Spiegel an den Wänden und auch noch das ein oder andere Gerät, aber wir sind hier schon jeden Tag richtig fleißig und sparen richtig viel Zeit. Das heißt, wenn du dann fertig mit Sport bist, kannst du da raus noch irgendwie dich hinhauen in die Sonne. Also das ist hier auf jeden Fall ganz cool geworden. Ich bin auch wirklich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Wenn du einmal baust, dann baust du richtig. Deswegen mein Tipp an alle zukünftigen Bauherrinnen und Bauherren, passt bei der Planung auf. Plant nicht zu klein. Es muss jetzt kein Riesenhaus werden, aber achtet darauf, vielleicht bekommt ihr noch ein zweites Kind oder ein drittes Kind, dass ihr ein Büro habt. Eine gute Abstellkammer, sonst werdet ihr euch wirklich ärgern. Ich habe viel Kontakt gehabt mit Alkauf während der ganzen Bauphase und bin super dankbar, dass sie uns so viele Tipps gegeben haben. Also vielen Dank dafür, wir sind sehr, sehr glücklich damit. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, dass euch die Roomtour gefallen hat. Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich mit unserem Haus. Vielen Dank nochmal an Alkauf und wir sehen uns beim nächsten Video. Passt schön auf euch. Bis bald. Ciao. Ciao.